Hey und willkommen. Wir hatten jetzt mal wieder einen neuen Stream und das Einzige, was wir in diesem Stream gemacht haben, weswegen ich jetzt auch keine Parts zusammenschneiden werde, sondern es einfach nur stumpf zeigen werde, wir haben sehr viel Terraforming und Straßenforming gemacht. Wir haben beschlossen, wir finden, dass es einfach besser aussieht, wenn wir überall eben den Beton als Straße nehmen und den Quarz als Gehweg. Wir haben diese, ja, ich nenne es mal Erhöhung, wo wir dann halt eben hoch oder runter kommen. Haben wir beschlossen, dass wir das eben zwei Blöcke breit machen, damit es ein bisschen, ja, so sanfter im Übergang aussieht. So, ich war auch noch nicht an jeder Ecke, ne? Also hier muss ich zum Beispiel dann auch noch ein paar Sachen bearbeiten. Tiny hat auf jeden Fall auch sehr fleißig heute mitgebaut. Wir haben dann hier das Podest angefangen anzupassen, dass wir hier dann auch ein Straßenrondell haben. Also da hinten muss ich auch noch eine Menge bauen, auf jeden Fall. Wir haben hier jetzt eine Brücke gebaut. Hier unten gibt es dann den Eingang zur Hall of Fame, die wir dann auch irgendwann nochmal in Angriff nehmen werden. Hier ist eine Menge Terraforming passiert, weil wir hier an dieser Stelle von der Brücke runterfahren können möchten und dann auf jeden Fall ja den Weg hier brauchten. Deswegen ist hier ein wenig Berg weg. Wie man sieht, hier geht es jetzt weiter. Wir haben beschlossen, manche Wege, die jetzt nur aus Quarz bestehen, das sind dann einfach ganz normale Gehwege. Hier den Weg haben wir abgebaut. Wir haben auch diesen Zwischenweg dort abgebaut. Und wie man sieht, hat sich jetzt dort eine Brücke ergeben. Die habe ich jetzt nochmal fix fertig gebaut. Das ist jetzt die Brücke mit der Straße. Dort haben wir jetzt halt dieses kleine Inselchen. Wir werden noch mal schauen, ob wir da noch mal so einen kleinen Weg rüber gehen lassen oder sowas. Müssen wir eben mal schauen, wie wir dann noch zu dem kleinen Häuschen dort kommen, was ja der Sohn des Teufels gebaut hat. Ja, hier geht dann halt die Straße weiter. Das haben wir hier schon angepasst. Hier ist dann offen für weiteres bisschen Straße. Und was ich jetzt auch schon mal angepasst hatte, bei mir vor dem Haus, was ich ja mal gebaut hatte. Hier habe ich jetzt auch angefangen, ja, so eine Straße anzudeuten. Hier ist der Parkplatz für das Haus. Ich weiß aber noch nicht, ob das so bleiben wird. Hier kommt man dann auch hoch bzw. runter, womit wir dann eben dieses Flachland dort verbinden werden. Das nimmt auf jeden Fall nochmal eine Menge Terraforming in Anspruch. Hier haben wir auch nochmal Gehwege eingeführt. Wie gesagt, hier beim Supermarkt, hier hinten muss es auch nochmal angepasst werden und dass man dann hinten in den Sumpf quasi auch fahren könnte mit Auto, theoretisch. Hier an der Kirche haben wir alles angepasst. Und ja, hier gibt es auch noch einen kleinen Parkplatz. Also hier und da können wir auch mal ein paar Autos platzieren oder so. Das schauen wir mal. So, hier haben wir ein Stück Weg vergessen, aber das ist ja nicht schlimm. Ja, also damit haben wir heute unsere 2 Stunden Stream verbracht. Da hatten wir auch ziemlich Bock drauf, ehrlich gesagt. Ja, war auf jeden Fall mal ziemlich cool. So, mehr gibt es auch nicht zu sehen. Mich würde mal interessieren, wie gefällt es euch? Der ein oder andere, der vorherige Bautagebücher gesehen hat, wird ja gesehen haben, wie es vorher aussah. Und mich interessiert mal, wie ihr jetzt das im Vergleich seht, ne? Ob das für euch besser aussieht oder ob das andere für euch besser aussah. Einfach gerne mal in die Kommentare schreiben, würde mich jedenfalls interessieren. So, dann sage ich erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann erstmal ciao und bis zum nächsten Bautagebuch.